20. Kapitel. Da wir gerade beim Thema sind, Miss Rylings Mutter, die Countess of Penwood, hat sich in letzter Zeit ebenfalls sehr merkwürdig benommen. Wenn man den tratschenden Dienstboten glauben darf, die, wie wir alle wissen, meist sehr gut informiert sind, soll die Countess gestern Abend einen wahren Wutanfall bekommen und ihre Bediensteten mit nicht weniger als 17 Schuhen beworfen haben. Einer ihrer Diener hat ein blaues Auge davongetragen, doch sonst sind alle noch wohlauf. Lady Whistledowns Gesellschaftsjournal, 11. Juni 1817. Innerhalb einer Stunde hatte Sophie ihr Bündel geschnürt. Sie wusste nicht, was sie sonst tun sollte. Sie war von Unruhe getrieben und konnte einfach nicht stillsitzen. Sie musste sich bewegen und ihre Hände zitterten. Alle paar Minuten versuchte sie, tief durchzuatmen, doch auch das beruhigte sie nicht. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass sie nach so einem Zerwürfnis mit Benedikt noch in diesem Hause geduldet wurde. Lady Bridgerton mochte Sophie, das stimmte, aber Benedikt war ihr Sohn. »Es ist wirklich traurig«, dachte sie, setzte sich aufs Bett und zerknüllte ein Taschentuch in den Händen. Obwohl sie Benedikts wegen innerlich so zerrissen war, lebte sie ausgesprochen gern bei den Bridgertons. Sophie hatte noch nie zuvor das Vergnügen gekannt, mit Menschen zusammenzuleben, die dem Wort Familie seine wahre Bedeutung beimaßen. Sie würden ihr fehlen. Benedikt würde ihr fehlen. Und sie würde immer dem Leben nachtrauern, das sie nicht haben konnte. Sie konnte nicht mehr stillsitzen, also sprang sie auf und ging ans Fenster. »Verflucht seist du, Vater«, sagte sie und blickte zum Himmel auf. »Siehst du, ich habe dich Vater genannt. Das hast du mir nie erlaubt. Nie wolltest du das für mich sein.« Sie schluchzte auf und wischte sich mit dem Handrücken die Nase. »Ich habe dich Vater genannt. Hat dir das denn nie etwas bedeutet?« Doch es kam kein plötzlicher Donnerschlag, keine dunkle Wolke erschien, um die Sonne zu verdunkeln. Ihr Vater würde nie erfahren, wie wütend sie auf ihn war, weil er sie mittellos und bei Araminta zurückgelassen hatte. Vermutlich wäre es ihm auch egal gewesen. Sie war so erschöpft. An den Fensterrahmen gelehnt, rieb sie sich die Augen. »Du hast mir ein anderes Leben gezeigt«, flüsterte sie, »und mich dann mir selbst überlassen. Es wäre so viel leichter gewesen, wäre ich schon arm zur Welt gekommen. Dann hätte ich mir nicht so viel gewünscht. Ich hätte nicht so viel vermisst.« Sie drehte sich wieder um, und ihr Blick fiel auf ihr erbärmliches Bündel. Sie hatte keines von den Kleidern einpacken wollen, die Lady Bridgerton und ihre Töchter ihr gegeben hatten. Doch sie hatte keine Wahl, denn ihre alten Kleider waren schon weggeworfen worden. Also wollte sie nur zwei mitnehmen. Das Kleid, das sie getragen hatte, als Benedikt sie erkannte, hatte sie an. Eines zum Wechseln hatte sie eingepackt. Die übrigen hingen, fein säuberlich gebügelt, im Wandschrank. Sophie seufzte und schloss einen Moment die Augen. Es war Zeit zu gehen. Sie wusste nicht, wohin, aber hier konnte sie nicht bleiben. Sie bückte sich und hob das Bündel auf. Sie hatte ein wenig Geld gespart. Nicht viel, aber wenn sie Arbeit fand und sich einschränkte, konnte sie innerhalb eines Jahres genug für eine Schiffspassage nach Amerika zusammenbekommen. Sie hatte gehört, dass Menschen mit zweifelhafter Abstammung es dort ein wenig leichter hatten. Die Schranken zwischen den Schichten waren nicht so unüberwindlich wie in England. Vorsichtig spähte sie auf den Flur hinaus, der glücklicherweise leer war. Sie wusste, dass sie sich feige benahm, aber sie wollte sich nicht von den Bridgerton-Töchtern verabschieden müssen. Dann tat sie vielleicht etwas wirklich Törichtes, wie etwa zu weinen, und dann ging es ihr noch schlechter. Noch nie in ihrem Leben hatte sie Zeit mit Frauen ihres Alters verbringen dürfen, die ihr mit Respekt und Freundlichkeit begegneten. Sie hatte einmal gehofft, Rosamond und Posy könnten ihre Freundinnen werden, doch da hatte sie sich getäuscht. Posy hätte es vielleicht versucht, doch Araminta hätte es nicht zugelassen. Obgleich Posy äußerst liebenswert war, war sie einfach nicht stark genug, sich ihrer Mutter zu widersetzen. Von Lady Bridgerton musste sich Sophie auf jeden Fall verabschieden. Darum kam sie nicht herum. Lady Bridgerton war freundlicher zu ihr gewesen, als sie erwarten durfte, und Sophie würde ihr das nicht danken, indem sie sich hinausschlich und einfach verschwand wie eine Diebin. Mit etwas Glück hatte Lady Bridgerton noch gar nicht von ihrer Auseinandersetzung mit Benedikt erfahren. Dann könnte Sophie kündigen, sich verabschieden und sofort gehen. Es war später Nachmittag, die Teestunde längst vorbei, also beschloss Sophie, Lady Bridgerton in dem kleinen Arbeitszimmer aufzusuchen, das sie sich neben ihrem Schlafzimmer eingerichtet hatte. Es war ein gemütlicher Raum mit einem Schreibtisch und einigen Bücherregalen.
Hier erledigte Lady Bridgerton ihre Korrespondenz und kümmerte sich um die Haushaltsbücher. Die Tür stand offen, also klopfte Sophie leise. Die Tür schwang auf, als ihre Knöchel auf das Holz trafen. »Herein!« rief Lady Bridgerton. Sophie schob die Tür ganz auf und steckte den Kopf ins Zimmer. »Störe ich?« fragte sie leise. Lady Bridgerton legte die Feder beiseite. »Ja, aber die Unterbrechung ist mir sehr willkommen. Die Kontrolle der Haushaltsbücher macht mir nie besonderen Spaß.« »Ich würde...« Sophie biss sich auf die Zunge. Sie hatte gerade sagen wollen, dass sie das gerne übernehmen würde. Schon immer hatte sie gut mit Zahlen umgehen können. »Was wollten Sie sagen?« fragte Lady Bridgerton mit einem warmherzigen Lächeln. Sophie schüttelte den Kopf. »Nichts.« Schweigen breitete sich aus, bis Lady Bridgerton Sophie belustigt anlächelte und fragte, »Sie möchten mich sprechen?« Sophie atmete tief durch, um sich zu beruhigen, und sagte, »Ja.« Erwartungsvoll schaute Lady Bridgerton sie an. »Ich fürchte, ich muss meine Stellung hier aufgeben«, verkündete Sophie. Lady Bridgerton erhob sich. »Aber warum denn? Sind Sie hier nicht glücklich? Hat eine meiner Töchter Sie schlecht behandelt?« »Aber nein«, versicherte Sophie hastig. »Nein, nichts dergleichen, wirklich nicht. Ihre Töchter sind so reizend, nicht nur hübsch, sondern auch sehr herzlich. Ich habe noch nie, ich meine, es war noch nie jemand so...« »Was ist passiert, Sophie?« Sophie hielt sich am Türrahmen fest, um nicht in die Knie zu gehen. Sie fühlte sich wackelig auf den Beinen. Ihr Herz schlug heftig. Jeden Augenblick würde sie in Tränen ausbrechen. Und warum? Weil der Mann, den sie liebte, sie niemals heiraten würde? Weil er sie dafür hasste, dass sie ihn angelogen hatte? Weil er ihr nun schon zweimal das Herz gebrochen hatte? Erst hatte er sie zu seiner Mätresse machen wollen. Dann hatte er sie zu seiner Familie gebracht, die sie sehr lieb gewonnen hatte und nun verlassen musste. Er hätte wohl nicht verlangt, dass sie ging, aber für sie war mehr als offensichtlich, dass sie nicht bleiben konnte. »Es ist Benedikt, nicht wahr?« Erschrocken blickte Sophie sie an. Lady Bridgerton lächelte traurig. »Es ist nicht zu übersehen, dass sich zwischen ihnen beiden gewisse Gefühle entwickelt haben«, meinte sie sanft. »Warum haben Sie mich nicht hinausgeworfen?« flüsterte Sophie. Lady Bridgerton wusste bestimmt nicht, dass Sophie und Benedikt einander geliebt hatten, doch einer Frau wie Lady Bridgerton konnte es nicht recht sein, dass ihr Sohn einer Zofe hinterherlief. »Ich habe keine Ahnung«, erwiderte Lady Bridgerton. Sie wirkte betroffener, als Sophie je erwartet hätte. »Das hätte ich vermutlich tun sollen.« Sie zuckte die Schultern und sah Sophie hilflos an. »Aber ich mag sie.« Die Tränen, die Sophie so mühsam unterdrückt hatte, liefen ihr nun über die Wangen. Dennoch bewahrte sie Haltung. Sie stand nur da und weinte still vor sich hin. Als Lady Bridgerton sprach, waren ihre Worte sehr sorgfältig gewählt, vorsichtig und gemessen. »Sie sind«, sagte sie und wandte keinen Moment den Blick von Sophies Gesicht, »genau die Frau, die ich mir für meinen Sohn wünschen würde. Sie sind noch nicht lange bei uns, aber ich kenne ihren Charakter und ihr Herz. Und ich wünschte...« Ein leises, unterdrücktes Schluchzen drang aus Sophies Kehle, doch sie schluckte sofort heftig. »Ich wünschte nur, sie hätten eine andere Herkunft«, fuhr Lady Bridgerton fort. Mitfühlend betrachtete sie Sophie. Traurig lächelte sie. »Nicht, dass dies in meinen Augen gegen sie sprechen oder ich sie deshalb weniger schätzen würde. Es macht die Dinge nur sehr kompliziert.« »Unmöglich«, flüsterte Sophie. Lady Bridgerton schwieg und Sophie wusste, dass sie ihr insgeheim zustimmte. »Könnte es sein«, fragte Lady Bridgerton noch behutsamer und sanfter als zuvor, »dass sie nicht aus einer gewöhnlichen Dienstbotenfamilie stammen?« Sophie sagte nichts. »Es gibt da einige Widersprüche, Sophie.« Beharrlich schwieg Sophie, denn sie wusste recht gut, worauf Lady Bridgerton anspielte. »Ihre Sprechweise ist einwandfrei«, meinte Lady Bridgerton. »Sie haben mir zwar erzählt, dass Sie mit den Töchtern der Herrschaft Ihrer Mutter unterrichtet wurden, doch das scheint mir keine ausreichende Erklärung zu sein. Diese Stunden hätten ja erst angefangen, als Sie bereits 6 Jahre oder älter waren, und in diesem Alter sind die Aussprache und die Ausdrucksweise meist schon sehr verfestigt.« Sophie schaute sie erstaunt an. Diese Lücke in ihrer Geschichte war ihr selbst nie aufgefallen und auch niemandem sonst. Doch Lady Bridgerton war sehr viel klüger und aufmerksamer als die meisten anderen Leute, denen sie diese Geschichte erzählt hatte. »Und Sie beherrschen Latein«, fuhr Lady Bridgerton fort.
Versuchen Sie nicht, das zu leugnen. Ich habe Sie neulich auf Lateinisch etwas sagen hören, als Hyacinth Ihnen auf die Nerven gegangen ist. Sophie hielt den Blick starr auf das Fenster links neben Lady Bridgerton gerichtet. Sie konnte ihr nicht in die Augen sehen. »Danke, dass Sie mich nicht noch weiter belügen«, meinte Lady Bridgerton. Sie erwartete offensichtlich eine Erwiderung und schwieg so lange, bis Sophie die Stille nicht mehr ertrug. »Ich bin keine akzeptable Braut für Ihren Sohn«, erklärte sie. »Ich verstehe.« »Nun muss ich wirklich gehen«, sagte Sophie rasch, bevor sie es sich anders überlegte. Lady Bridgerton nickte. »Wenn dies Ihr Wunsch ist, kann ich Sie nicht aufhalten. Wo werden Sie denn hingehen?« »Ich habe Verwandte im Norden«, log Sophie. Lady Bridgerton glaubte ihr offensichtlich nicht, dennoch entgegnete sie. »Sie werden selbstverständlich eine unserer Kutschen nehmen.« »Nein, das ist doch unmöglich.« »Ich bestehe darauf. Ich bin für Sie verantwortlich, zumindest noch für die nächsten Tage, und es ist viel zu gefährlich, dass Sie ohne Begleitung reisen. Eine Frau allein ist draußen in der Welt nicht sicher.« Sophie konnte ein wehmütiges Lächeln nicht unterdrücken. Lady Bridgerton hatte fast wörtlich dasselbe gesagt wie Benedikt ein paar Wochen zuvor. Und wohin hatte sie das gebracht? Aber sie kannte Lady Bridgerton gut genug, um zu wissen, dass sie in dieser Frage keinen Widerspruch hinnehmen würde. »Also schön«, sagte Sophie. »Danke.« Sie würde sich vom Kutscher irgendwo absetzen lassen, möglichst in der Nähe eines Hafens, von dem aus sie sich irgendwann nach Amerika einschiffen konnte. Traurig lächelte Lady Bridgerton sie an. »Ich nehme an, Sie haben schon alles gepackt?« Sophie nickte. Sie hatte ja nur ihr Bündel. »Haben Sie sich schon von allen verabschiedet?« Sophie verneinte. »Das möchte ich lieber nicht«, gestand sie. Lady Bridgerton nickte und erhob sich. »Manchmal ist es so am besten«, stimmte sie zu. »Warten Sie in der Eingangshalle auf mich? Ich lasse eine Kutsche vorfahren.« Sophie wandte sich zum Gehen, doch an der Tür blieb sie stehen und drehte sich um. »Lady Bridgerton, ich...« Deren Augen leuchteten auf, als erwarte sie gute Neuigkeiten. »Ja?« Sophie schluckte. »Ich wollte Ihnen nur danken.« Der Glanz in Lady Bridgertons Augen erlosch. »Aber wofür denn?« »Dafür, dass Sie mich aufgenommen und mir erlaubt haben, mich wie ein Mitglied Ihrer Familie zu fühlen.« »Seien Sie doch nicht. Sie hätten mir nicht gestatten müssen, mit Ihnen und Ihren Töchtern den Tee zu nehmen«, unterbrach Sophie sie. »Wenn sie nicht jetzt alles auf einmal herausbrachte, würde sie der Mut verlassen. Die meisten Frauen hätten das nicht getan. Es war wundervoll und neu und...« Sie schluckte. »Ich werde sie alle sehr vermissen.« »Sie müssen nicht fort«, sagte Lady Bridgerton sanft. Sophie rang sich ein Lächeln ab. »Doch«, widersprach sie leise, »ich muss.« Lady Bridgerton blickte sie lange an. Ein mitfühlender und verständnisvoller Ausdruck zugleich lag in ihren Augen. »Vielleicht haben Sie recht«, meinte sie ruhig. Und Sophie fürchtete, sie könnte sie tatsächlich verstehen. »Wir sehen uns gleich unten«, sagte Lady Bridgerton. Sophie nickte und trat beiseite, um sie vorbeizulassen. Lady Bridgerton blieb im Flur noch einmal stehen und blickte auf Sophies abgegriffenes Bündel hinab. »Ist das alles, was Sie haben?« »Mein ganzes Hab und Gut.« Lady Bridgerton schluckte verlegen und errötete leicht, als schäme sie sich ein wenig ihres Reichtums und Sophies Mangel daran. »Aber das«, begann Sophie und zeigte auf das Bündel, »ist nicht wirklich wichtig. Was Sie mir gegeben haben...« Sie hielt inne und schluckte. »Ich meine nicht materiell, ich...« »Ich weiß, was Sie meinen, Sophie.« Lady Bridgerton tupfte sich mit den Fingerspitzen die Augen. »Danke.« Sophie schluckte erneut. »Das ist nur die Wahrheit.« »Lassen Sie mich Ihnen etwas Geld mitgeben, Sophie«, entfuhr es Lady Bridgerton. Sophie schüttelte den Kopf. »Das möchte ich nicht. Ich habe schon 2 von den Kleidern genommen, die Sie mir gegeben haben. Das wollte ich nicht, aber...« »Ist schon gut«, versicherte Lady Bridgerton ihr. »Was sollten Sie sonst tun? Ihre alten Sachen sind fort.« Sie räusperte sich. »Aber bitte, lassen Sie mich Ihnen etwas Geld geben.« Sie sah, wie Sophie den Mund zum Protest öffnete und sagte, »Bitte. Mir zuliebe.« Lady Bridgerton hatte so eine Art, einen anzuschauen. Diese bewirkte, dass man alles tun wollte, worum sie bat. Außerdem konnte Sophie das Geld wirklich dringend brauchen. Lady Bridgerton war sehr großzügig. Vielleicht gab sie Sophie sogar genug für eine Überfahrt 3. Klasse nach Amerika. Sophie sagte, »Danke«,
bevor ihr Gewissen sich meldete und sie ermahnte, das Angebot abzulehnen. Lady Bridgerton nickte ihr zu und schritt den Gang entlang. Sophie machte einen tiefen Atemzug, hob ihr Bündel auf und ging langsam die Treppe hinunter. Sie blieb kurz in der Eingangshalle stehen und entschied dann, dass sie ebenso gut draußen warten konnte. Es war ein lauer Frühlingstag und Sophie dachte, in der warmen Sonne könnte sie sich ein wenig besser fühlen. Außerdem wollte sie keinem der Bridgerton-Mädchen begegnen. Sie würde sie sehr vermissen, aber sie wollte ihnen auf keinen Fall Lebewohl sagen. Das Bündel in der Hand schob sie die Haustür auf und ging die drei Stufen hinunter. Es würde sicher nicht lange dauern, bis die Kutsche vorfuhr. Höchstens 5 oder 10 Minuten. Sophie Beckett! Sophie blieb fast das Herz stehen. Araminta! Warum hatte sie daran nicht gedacht? Wie erstarrt blieb Sophie stehen. Sie wusste nicht, wohin sie fliehen sollte. Wenn sie ins Haus zurückeilte, wusste Araminta, wo sie zu finden war. Und wenn sie zu Fuß davonlief... »Polizei!« kreischte Araminta. »Schutzmann!« Sophie ließ ihr Bündel fallen und rannte los. »Aufhalten!« schrie Araminta. »Haltet die Diebin!« Sophie hastete weiter, obwohl sie damit den Eindruck von Schuld erwecken musste. Sie hetzte davon, so schnell sie nur konnte, keuchend und mit schwingenden Armen. Sie rannte und rannte, bis jemand sie anstieß, so dass sie stolperte und zu Boden fiel. »Ich hab sie«, rief der Mann. »Ich hab sie ihnen eingefangen.« Sophie blinzelte und keuchte vor Schmerz auf. Ihr Kopf war mit voller Wucht auf das Pflaster geprallt und der Mann saß rittlings auf ihrem Bauch. »Da bist du ja«, höhnte Araminta, die rasch herbeikam. »Sophie Beckett, welch eine Frechheit!« Sophie blickte sie nur böse an. Es gab keine Worte, die ihren Hass hätten ausdrucken können. Außerdem bekam sie kaum Luft. »Ich habe schon nach dir gesucht«, sagte Araminta mit teuflischem Lächeln. »Posy hat erzählt, sie habe dich hier gesehen.« Sophie schloss die Augen. Ach, Posy. Bestimmt hatte sie Sophie nicht verraten wollen, aber manchmal war ihre Zunge einfach schneller als ihr Verstand. Araminta stellte einen Fuß neben Sophies Hand, die der Mann, der sie gefangen hielt, mit eisernem Griff umklammerte. Dann stieß sie ihr boshaft lächelnd die Schuhspitze in den Unterarm. »Du hättest mich nicht bestehlen sollen«, sagte Araminta mit glitzernden Augen. Sophie schrie vor Schmerz auf. Sie konnte kein Wort herausbringen. »Denn, siehst du«, fuhr Araminta mit großer Schadenfreude fort, »jetzt kann ich dich ins Gefängnis werfen lassen. Das hätte ich vorher auch gern getan, aber nun hast du mir einen Grund dafür gegeben.« In diesem Moment eilte ein Mann herbei und blieb vor Araminta stehen. »Die Polizei ist unterwegs, my lady. Gleich wird die kleine Diebin verhaftet.« Sophie biss sich auf die Unterlippe und betete, dass die Ordnungshüter nicht erschienen, bevor Lady Bridgerton ihr zur Hilfe kommen konnte, und betete gleichzeitig, dass die Polizei sich beeilte, damit die Bridgertons ihre Schmach nicht mit ansahen. Ihr letzter Wunsch wurde erfüllt. Wenig später erschienen die Gesetzeshüter, stießen sie in einen Wagen und brachten sie ins Gefängnis. Während er vom Haus der Bridgertons davonrollte, dachte Sophie nur, dass die Familie nie erfahren würde, was mit ihr geschehen war, und vielleicht war das auch das Beste.